Hallo meine Lieben, heute geht es um meine Nägel und zwar um meine Nagelpflegeroutine, wie auch immer. Ich werde da mal öfter gefragt bei Instagram und ich habe gedacht, wir machen einfach ein Video dazu. So, das sind meine Nägel, frisch ablackiert. Ich weiß, sie sind ein klein wenig verfärbt. Das kommt einfach davon, dass ich jeden Tag meine Nägel lackiere. Das kommt nicht mal unbedingt davon, dass ich Farblack trage, weil ich trage immer Unterlack, sondern die haben wahrscheinlich einfach zu wenig Sauerstoff. So, wir beginnen erstmal. Wie gesagt, meine Nägel sind jetzt komplett unbehandelt. Wenn ihr euch meine Nägel anschaut, ich habe jetzt nicht so die Probleme mit meiner Nagelhaut, darum mache ich da eigentlich so gut wie gar nichts, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Manchmal nehme ich mir so ein, wie nennt man die? Ich weiß es gar nicht, diese, das ist jetzt von dem Pflegestift und schiebe das so ein kleines bisschen nach hinten, aber wie gesagt, ich muss da eigentlich kaum was tun. Was ich unglaublich liebe, ist diese Feile von Essence, das ist die mit den 6 Stufen. Da habt ihr eben, warte mal, wo fängt es denn an? Hier. 1 shorten, also kürzen, dann 2 formen und dann 3 adjust, weiß ich nicht, was heißt ein adjust, anpassen oder sowas und dann clean. Das sind die, die ich eigentlich benutze. Es gibt noch smooth und polish, ihr könnt eben damit eure Nägel auch schön auf Hochglanz polieren, das mache ich aber nicht. Ich beginne eigentlich immer erst mit der shorten Seite und ich zeige euch jetzt mal einfach am Hand meines Daumens, wie ich das mache. Ich hoffe, man wird das sehen können. Also, ich gehe immer in eine Richtung und ich habe das ja auch immer recht gerade. So, dann nehme ich die zweite Seite, mache das gleiche nochmal, einfach weil die erste sehr rau ist. Was ich jetzt mache ist, hier an den Ecken gehe ich rund entlang. Also das ist eben die Nagelform, die ich gerne habe. So, dann sind wir so. Ich weiß, ich habe jetzt nicht viel abgefeilt, einfach weil ich meine Nägel jetzt nicht komplett kurz machen möchte. Man kann da natürlich einfach auch noch länger mit der ersten Seite feilen. Und was ich dann mache, ist, ich nehme Step Nummer 3 und gehe... Oh Gott, das ist echt schwierig, euch das zu zeigen. Ich hoffe, es ist auch scharf. So, ich gehe jetzt einfach so über den Nagel, über die Nagelspitze quasi. Ich habe einfach das Gefühl, dass dadurch der Nagel einfach verschlossen wird und es nicht dazu kommen kann, dass das splittet. Ich weiß nicht, ich hatte früher das Problem, dass man wirklich solche einzelnen Schichten des Nagels abziehen konnte und seit ich das so mache, passiert mir das nicht mehr. Und dann gehe ich eben nochmal so entlang. Und dann nehme ich mir die vierte Seite und mache genau das gleiche auch noch mit dir, mit dieser Seite. So. Dann sieht der Nagel so aus. Was ich manchmal noch mache, aber das mache ich auch nicht immer, ist, dass ich eben dann nochmal die dritte Seite nehme und über den kompletten Nagel drüber gehe, einfach um den so ein bisschen zu reinigen quasi. Das ist dann wie so ein kleines Peeling für die Nägel, weil ja, das ist nicht wirklich rau, aber rau genug, um eben die Oberfläche ein bisschen zu glätten. Und dann nehme ich den Vierer und gehe da nochmal drüber. Und ich könnte euch jetzt mal demonstrieren, was man mit der 5 und 6 noch macht, ne? Also die 5 ist smooth, das heißt ausgleichen so quasi, würde ich jetzt mal so übersetzen. Ups. Und die Nummer 6 ist Polish. Und da können wir jetzt eben den Nagel auf Hochglanz polieren. Und ich glaube, da könnt ihr jetzt schon ganz gut sehen, dass der dann glänzt. Also wenn man die Nägel sehr natürlich haben möchte, könnte man das jetzt bei jedem Nagel machen. Ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach alles erstmal am Beispiel eines Nagels. Weil wenn ich jetzt alles mit euch zusammen mache, sind wir morgen noch dran. So, das haben wir jetzt getan. Wie gesagt, polieren tue ich normalerweise nicht. Dann habe ich jetzt etwas neu in meine Pflegeroutine aufgenommen. Und zwar ist das von P2 das Moisturizing Ultra Gel. Übrigens benutze ich fast nur P2-Produkte. Nur P2-Produkte, by the way. Das sieht so aus. Das hat so kleine Kügelchen drin. Ich weiß nicht, ob die irgendwas bewirken. Es soll einfach dem Nagel Feuchtigkeit geben und auch der Nagelhaut. Und eben
dadurch den Nagel elastischer machen, sodass er nicht so schnell einreißen kann. Und das gebe ich eben drauf und dann massiere ich das ein. So. Im Anschluss daran benutze ich den P2 Ultra Strong Nail Hardener. Aber ich benutze den nicht jedes Mal, wenn ich meine Nägel lackiere. Ich habe ihn eine Zeit lang jedes Mal benutzt, wo meine Nägel wirklich nicht schön waren. Mittlerweile benutze ich den vielleicht einmal die Woche. Ja, das kommt ungefähr hin. Und ich muss sagen, der hat mir unfassbar geholfen, was meine Nägel anbelangt, weil die einfach nicht mehr abbrechen so schnell. So, eigentlich sollte man da jetzt noch einen Öl- oder Fettkörper auf die Nagelhaut geben. Darauf verzichte ich jetzt aber, weil ich da eigentlich jetzt schon recht geübt drin bin. Und das gebe ich auf den kompletten Nagel drauf. Und wie ihr jetzt sehen könnt, das ist ein bisschen blöd, weil ich habe ihn ja poliert, der hat von vornherein geglänzt. Glänzt der Nagel jetzt. Wir warten jetzt ab, bis der matt getrocknet ist. Das ist nämlich das Gute an diesem Nagelhärter. Der trocknet matt, das heißt, ihr könnt ihn theoretisch auch einfach solo auf den Nagel auftragen und er glänzt nicht. Was man bei dem vielleicht noch beachten sollte, ist, es ist kein Unterlack, weil der quasi in die Nägel einzieht und ihr eben dann keinen Schutz habt vor Verfärbungen etc. Ja, da ist Formaldehyd drin, bin ich mir ziemlich sicher. Lasst mich mal eben nachlesen. Das müsste doch bestimmt hier irgendwo draufstehen oder auch nicht. Es enthält Formaldehyd. Manche Leute sind allergisch auf dieses Formaldehyd und bekommen dann wirklich Schmerzen im Nagel oder so. Ich habe das Glück, dass das bei mir nicht so ist. Ich finde ihn wirklich toll. Falls ihr da keine Probleme mit habt, schaut euch den auf jeden Fall mal an. So, wie gesagt, wir lassen das jetzt matt trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sind meine Nägel jetzt. Hier könnt ihr es ganz gut sehen, dass der eben jetzt matt getrocknet ist. Ich habe eben jetzt alle gefeilt, alle mit diesem Nagelhärter versehen und so sehen die Nägel dann aus. Als nächstes benutze ich eigentlich fast immer den P2 Base & Care Coat. Den finde ich wirklich richtig gut und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wenn man jetzt was mit Sand macht oder Glitzer oder weiß ich nicht was, habe ich jetzt neu den P2 Peel Off Base Coat und der ist auch richtig toll. Also ihr könnt das dann wirklich so abknibbeln und manchmal geht sogar in einem Rutsch weg. Manchmal muss man vielleicht nochmal und nochmal, aber wirklich absolute Empfehlung. Also den kann ich euch absolut empfehlen. Und ja, ich werde jetzt erstmal diesen hier auftragen. So trage ich übrigens auch meinen Nagellack auf. Also genau in diesen Schritten, also in der Mitte und dann einmal außen und auf der anderen Seite einmal außen. Wenn ich jetzt farbigen Nagellack habe, gehe ich aber dann nochmal hier oben über die Kante, einfach damit das nicht so schnell absplittet. So, trocknen lassen. Wenn ihr den Peel-Off-Base-Coat nehmt, ist der am Anfang natürlich so weiß wie ein Fläschchen, der wird aber dann durchsichtig. Steht aber alles auch hier unten drauf, falls ihr euch den mal anschauen wollt. Ja, und wenn das dann getrocknet ist, kann man eigentlich schon den Farblack auftragen. Vielleicht noch zwei Sachen, die ich öfter mal benutze. Habe ich neu lieben gelernt, mochte ich am Anfang gar nicht. Ist der P2 Color Stop. Ich weiß, es sind nur P2 Produkte und ich finde, P2 hätte mir das ruhig mal alles bezahlen können. Haben sie aber nicht. Also, der ist wirklich toll. Ich zeige euch mal, wie das Pinselchen aussieht. Das ist so ein ganz, hier, wenn ich das hier drauf mache, könnt ihr es, glaube ich, ganz gut sehen. Ist ein kleines Pinselchen und damit könnt ihr, so wie hier auch abgebildet, um den Nagel herum malen. Nimmt da aber eine bisschen dickere Schicht, dann könnt ihr das eben toll abziehen später. Und gerade wenn man sowas macht mit Frischhaltefolie, Marble, weiß ich nicht was, Ombre oder Gradient, ist das eine super Sache, weil alles, was hier auf den Seiten landet, könnt ihr dann später einfach so abziehen. Also ihr habt dann so einen Film um den Nagel und den könnt ihr einfach abziehen. Darum, der ist wirklich gut. Ich habe den eben am Anfang sehr dünn aufgetragen gehabt und dann habe ich das nicht mehr weggekriegt. Also schon, aber ne, man musste halt so rumfriemeln und das hat mich unglaublich genervt. Aber wenn ihr da eine dickere Schicht vornehmt, absolute Empfehlung. Ja, und dann für zwischendurch benutze ich sehr gerne entweder diesen P2 Lavender Intensiv Care Pen.
Der hat hier so ein Bürstchen und man kann das drehen. Und dann kriegt ihr das Produkt hier vorne raus. Das war jetzt ein bisschen viel. Wenn ich das manchmal zu oft gedreht habe, gebe ich mir hier einfach was auf meine Hand. Und dann nehme ich hier dieses Bürstchen und gehe hier um den Nagel herum. Ich möchte das eigentlich jetzt gar nicht so unbedingt machen, so, weil ich gleich noch Farblack drauf machen möchte und am Ende hält er nicht. Ich mache das eben oft nach dem Lackieren. Was ich eben an dem toll finde, eben gerade auch für Instagram, ich mag das nicht gerne, wenn der ganze Nagel dann danach so glänzt, weil man Öl aufgetragen hat. Und bei dem ist das eben nicht so. Ich kann das jetzt hier so ein bisschen einmassieren. So, und dann glänzt das auch schon fast gar nicht mehr. Und dann noch ein Produkt, das ich wirklich täglich benutze und nicht nur einmal, sondern bestimmt zwei, dreimal, ist das P2 Ultra Rich Cuticle Cream Tiegelchen. Es ist auch schon gut leer. Also ich mache das mal auf. Was heißt leer? Aber es war bis oben hin voll. Ihr seht, wie viel da jetzt noch drin ist. Es riecht gut. Ich glaube, es soll nach Aprikose riechen oder so. Weiß ich jetzt nicht. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Wildrosenaroma, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Naja, auf jeden Fall creme ich mir damit eben sehr oft am Tag die Nagelhaut ein. Das heißt sehr oft. Also auf jeden Fall morgens, wenn ich nach Hause komme, meistens nochmal und dann nochmal vorm Einschlafen. Und ja, das hilft mir eben, dass meine Nagelhaut nicht austrocknet und damit bin ich auch sehr zufrieden. Wie ihr seht, P2 ist mein absoluter Liebling, was Nagelpflege anbelangt. Und die kann ich euch die Sachen einfach nur empfehlen. Ja, wir sind jetzt soweit mit den Nägeln. Der nächste Schritt wäre, wie gesagt, hier habe ich noch keinen Unterlack aufgetragen. Das mache ich noch eben. Der nächste Schritt wäre eben, wie gesagt, jetzt der Farblack. Da möchte ich gleich was ausprobieren, was ich vor kurzem mal gekauft habe. Ich werde versuchen, das mitzufilmen und vielleicht seht ihr das ja auch schon bald. Ja, meine Nagelpflegeroutine. Ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich. Wie gesagt, ich kann euch die Produkte alle einfach nur empfehlen. Ich benutze vor allem diesen Unterlack schon wirklich lange, also mittlerweile bestimmt über ein Jahr und ich bin absolut zufrieden damit. Genauso wie diese beiden Produkte. Die anderen Produkte sind noch neuer, wobei der Nagelhärte auch wirklich top ist. Das soll ein Daumen nach oben sein. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder und ich sag einfach bis dann. Tschüss!